Guckt euch mal bitte diese geile, leckere Portion an. Oh. Die Variante, die ich jetzt hier mache, das ist die Pommesman-Variante. Denn die original kanadische, die wird wahrscheinlich so ähnlich sein, aber ist auch egal. Wir legen einfach mal los. Ich habe schon mal ein paar Sachen vorbereitet. Ich habe Kartoffeln klein geschnitten, damit wir daraus gleich Pommes machen. Die sind jetzt im Wasser drin. Dann habe ich schon mal Baconwürfel in die Pfanne gepackt. Da kommen wir gleich zu. So ein paar andere Sachen gleich noch. Wir fangen aber erstmal hiermit an. Ein Topf mit einem Esslöffel Mehl. Ach, Mehl, sag ich schon. Mit einem Esslöffel Butter drin und dann brauchen wir gleich noch ein paar andere Zutaten. Komme ich jetzt gleich zu. Solange das aufheizt, kümmere ich mich mal eben hier um den Geschmacksbooster. Und zwar habe ich hier den Geschmacksbooster. Für alle, die neu auf dem Kanal sind, Geschmacksbooster ist Gemüsebrühe, aber in geil und in lecker und in selber gemacht. Ich nehme jetzt hier, das sind halt hier so ein Viertel-Liter. Da packe ich jetzt hier so einen Esslöffel von rein. Das reicht uns vollkommen. Dann zeige ich euch hier noch schnell die anderen Zutaten. Ich habe mir noch für das Topping ein paar Frühlingszwiebeln geholt und einmal griechischen Käse, weil, naja, im Original kommt ja diese Cheese Curds da drauf. Und ich glaube, griechischer Feta, der passt da so am besten zu. So, dann haben wir alles vorbereitet, was wir brauchen. Und wir können schon mal loslegen. Also, den Kollegen schmilzen. Geschmolzen ist die Butter, dann dazu 1 bis 2 Esslöffel Tomatenmark und ebenfalls verrühren, bis wir da so eine schicke Masse von haben. Und jetzt gebe ich da 75 Milliliter Sahne und 75 Milliliter Milch dazu. Komplett verrühren und ihr seht schon, es wird schon bunt im Topf. Dazu kann ich dann schon mal Salz und Pfeffer geben. Wie gesagt, fein abschmecken kommt später, aber erstmal so ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer. Komplettes fein abschmecken kommt hinterher. Dann packe ich da jetzt meine Gemüsebrühe, aka Geschmacksbooster hinzu. Auch damit rein. Und das lassen wir dann jetzt mal eben aufkochen. Und während das aufkocht, kümmere ich mich mal eben hier um die Beckenwürfel. Auch mal eben den Herd anschmeißen. Und die einmal schön auslassen, anbraten. Einmal durch und in der Zeit achten wir hier wieder weiter drauf, bis das einmal richtig aufkocht. Im Prinzip ist diese Soße jetzt schon komplett fertig. Die müssen wir jetzt gleich nur noch andicken. Also wie ihr seht, das ist so einfach und es ist so lecker. Das gibt es schon fast gar nicht. Zwischendurch bei dem Bacon schon mal ein bisschen umrühren, damit die richtig ausgelassen werden und schön knusprig werden, die Jungs. Wie gesagt, die dienen ja auch nur als Topping. Und wenn das jetzt hier gleich aufgekocht ist, binde ich das Ganze nur. Wie mache ich das? Ganz einfach. Ich habe mir so eine halbe Tasse Wasser genommen, habe da 1, 2 Esslöffel Mehl reingemacht und einmal schütteln. Und dann rühre ich das gleich so an, bis ich hier die passende Konsistenz habe. Und dann geht es ans Abschmecken. Wie gesagt, dann ist die Poutine-Soße im Prinzip schon komplett fertig. Also, noch einfacher, noch schneller geht es, noch leckerer geht es gar nicht. Ein bisschen geht noch, aber erstmal ein erster Geschmackstest. Oh, na, So, jetzt müsste ich eigentlich da angelangt sein, wo ich hin will. Aus und jetzt mache ich mir eben die Pommes. Diese habe ich jetzt gerade abgegossen. Die schmeiße ich jetzt mal eben in die Fritteuse.
gesagt, für alle, die neu auf dem Kanal sind, gibt es schon das ein oder andere Video dazu. Bis gleich. So, Pommes sind fertig. Salzen logischerweise noch mit leckerem Pommesmehlsalz. Und wie ihr hören werdet, schön knusprig. Und dann können wir das Ganze auch schon anrichten. Jetzt ist mir sogar eine runtergefallen. Man glaubt es kaum. So. Dann unsere leckere Soße dazu. Die Soße. Ihr könnt die Soße auch für Champignons nehmen, ihr könnt die auch für Steak nehmen. Also die Soße ist, kann man immer gebrauchen. Einmal die leckere Soße drüber. Dann unsere Baconwürfel. Frühlingszwiebel. Und noch unsere Käsewürfel oben drüber. Und fertig ist die geilste Portion Pommes ever. Ja, und jetzt können wir logischerweise probieren, und zwar nämlich mal einmal alles jetzt hier mit Soße, mit Bacon, mit Frühlingszwiebel. Oh, einmal alles. Das ist gar nicht beschreibbar. Das hat auch, wenn eine Bratensoße, der deutsche Gaumen ist sowas ja gar nicht gewöhnt, aber diese Kombination aus knusprig, dann irgendwann werden sie leicht pappig, die Pommes, mit dem Bacon und mit Käse und der Soße. Oh, unfassbar. Unfassbar lecker. Und optisch kann sich das ja auf dem Finger und auch in dem Mund.